Wenn ich schwimmen gehe, ich fühle mich befreit. Ich fühle mich leicht. Später dann habe ich eine Flucht unternommen, 22 Kilometer durch die Ostsee. Und ich konnte mich in Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland weiterentwickeln. Mein Name ist Axel Mittbauer. Ich war Mitglied der Nationalmannschaft Schwimmen in der DDR. In Ostdeutschland hat man immer Ziele gestellt bekommen in Sachen Sport, die ich benutzt, um Anerkennung zu erreichen. Und diesem Unrechtsstaat wollte ich entkommen. Ich war knapp 7 Wochen in das Gefängnis gebracht von der Staatssicherheit und wurde zum Teil gefoltert mit Licht und mit Dunkelheit und Einzelzelle. Und das war unheimlich frustrierend. Ich wurde lebenslang gesperrt. Später wurde ich auch noch Sportstättenverbot für alle Sportstätten. Das war praktisch mein sportliches Ende. Die Flucht vorbereiten konnte ich nur dadurch, die Karte angeschaut, wie weit man denn da schwimmen muss. Und das stellte sich dann raus auf 20 Kilometer. Beginnt der Wettkampf des Lebens, dann gibt es nur noch eins. Ich will mein Ziel erreichen. Freiheit für mich bedeutet, dass jeder Mensch das machen kann, was er gerne möchte. Und insofern habe ich mich selbst bestimmt und nicht andere haben über mich bestimmt.